Ob Do-it-yourself-U-Boot, motorisierte Inlineskates oder eine fliegende Badewanne. Damit sind die Zwillingsbrüder Johannes und Philipp Mickenbecker bekannt geworden. Auf ihrem YouTube-Kanal The Real Life Guys werden ihre Videos millionenfach geklickt. In ihrer Werkstatt lassen sie alte Träume wahr werden. Ihr Motto? Do something. Also einfach anfangen, irgendwas anpacken und der Rest erledigt sich dann meistens von selber. Und auch das teilen sie mit der Öffentlichkeit. Auf Philipps Brust wächst seit vergangenem Sommer erneut ein riesiger Tumor. Die Ärzte haben schon damals kaum Hoffnung. Der Arzt hat mir einfach gesagt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht und dass der Tumor schon im Endstadium ist und dass er mir tatsächlich nur noch 2 Wochen bis 2 Monate zu leben gibt. Und das kann ich natürlich nicht vor euch verstecken und will ich auch überhaupt nicht vor euch verstecken, sondern ich will euch da ein bisschen mit reinnehmen. Schonungslos lässt uns der 23-Jährige auf YouTube auch an seinen schweren Momenten teilhaben. Heute Nacht habe ich auch wieder so eine Luftnot und so eine Atemnot irgendwie bekommen. Sein Glaube an Gott gibt ihm Kraft. Ich glaube auch, dass es wirklich jemanden gibt, der einen Plan mit mir hat und mit meinem Leben hat und auch mit dieser ganzen Sache jetzt einen Plan hat. Und es gibt mir so eine unglaubliche Hoffnung, dass ich mir jetzt gar keine Sorgen machen muss und auch gar keine richtige Angst habe. Bickenbach bei Darmstadt. Das Zuhause der Real Life Guys. Trotz der schlechten Prognosen der Ärzte öffnet uns Philipp gestern die Tür. Ah, hi, kommt rein. Herzlich willkommen in unserem Reich hier. Hier ist unser Wohnzimmer, hier arbeiten wir zusammen und leben zusammen. Julius ist gerade da und der Johannes ist schon fleißig am Arbeiten. Hier ist unser Bereich, wo wir abends ein bisschen chillen mit unseren Freunden. Zusammen mit seinem Bruder und 3 Freunden wohnt er hier in einer WG. Die Ideenschmiede all ihrer Projekte. Und hier wird gearbeitet, Videos geschnitten oder die nächsten Projekte, das ist aber noch streng geheim. Von der ersten Idee über das 3D-Modell geht es dann in die Werkstatt. Hier arbeiten Johannes und Freund Bleibtreu derzeit an einem neuen Projekt. Philipp hat sich zuletzt etwas aus den Tüfteleien zurückgezogen. Ja, wie sieht's aus? Nicht so gut, weil, also es ist kein Problem, weil wir können hier noch schneller schneiden. Mhm. Aber irgendwie stimmt der Winkel nicht. Guck. Die gesägten Metallstücke passen noch nicht zusammen. Und hier jetzt noch mal so ein Millimeter mehr wegnehmen, dann könnte es passen. Was genau die Jungs hier bauen, verraten sie nicht. Dafür ist ein anderes Projekt fertig geworden. Kettensägen-Schlittschuhe. Das sind halt viele Kindheitsträume, einfach auch Ideen, die wir schon immer mal machen wollten. Wo man vielleicht als Kind ist man irgendwie viel kreativer. Da geht man noch raus in den Wald, will eine Hütte bauen, irgendwie am besten was Dreistöckiges so. Und jetzt, wenn jemand erwachsen und denkt so, ja, jetzt könnte ich es machen, jetzt mache ich es aber nicht mehr, weil es langweilig ist. Und eigentlich sind es dann doch Sachen, die auch, wenn man erwachsen ist, noch richtig Spaß machen. Die 2 wachsen ohne Fernseher auf, sind schon früh kreativ und verbringen ihre Zeit meist in der Natur. Wir haben in der Zeit irgendwann angefangen, Tiere zu fotografieren. Immer halt dieses Erfolgserlebnis, einfach auch mal eine Stunde zu warten und dann kommt auf einmal ein Tier und man macht so schöne Bilder, wo ich einfach auch die Schönheit in der Natur so krass kennengelernt habe, so lieben gelernt habe auch. Die Zwillinge sind sehr erfolgreich, gewinnen mit ihren Fotos sogar Preise. 2013 ändert sich Philipps Leben dann dramatisch. Ich war damals in der Nordsee und habe auf einmal gemerkt, dass ich keine Luft mehr kriege. Und bin ins Krankenhaus und habe da die Diagnose gekriegt, dass ich Krebs habe. Und damit hätte ich natürlich nicht gerechnet. Ich habe das mal von alten Leuten irgendwie gehört, die dann Chemo gemacht haben und elend gestorben sind. Und für mich war das einfach so ein krasser Schock. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Bei Philipp wird Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Er ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Ich wusste nicht, was das wirklich für eine Bedeutung für mich hat. Ich wusste nur, was der Arzt mir halt gesagt hat, dass wenn man da jetzt nichts macht und dass die Therapie auch nicht harmlos ist, dass ich dann irgendwie innerhalb von ein paar Monaten nicht mehr am Leben wäre. Was natürlich schon ein krasser Schock war. Der Teenager beginnt eine Chemotherapie. Hoffnung auf Heilung. Trotzdem war die Zeit mit der Chemo einfach eine grausame Zeit so für mich, die mich einfach so zerstört hat. Ich konnte gar nichts mehr. Ich konnte noch nicht mal mehr meinen Rollladen aufmachen. Bin nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, mir sind die Haare ausgefallen. Ich habe überall Schmerzen gekriegt, habe mich übergeben. War schon echt eine schlimme Zeit. Nach überstandener Chemotherapie gilt Philipp damals zunächst als gesund.
Zusammen mit Bruder Johannes und einigen Freunden startet er 2016 den YouTube-Kanal. Die Videos ihrer spannenden Outdoor-Abenteuer finden schnell viele Fans. Auch ihre jüngere Schwester Ellie ist immer wieder bei den Aktionen dabei. Für mich war das eine ganz besondere Zeit, wo ich irgendwie auch gemerkt habe, dass wir Leute inspirieren können, rauszugehen. Und da ist schon so ein bisschen der Traum aufgekommen, dass wir auch von unseren verrückten Ideen irgendwie leben können, was dann auch echt schnell an Fahrt aufgenommen hat. Vor 3 Jahren gehen die Bilder ihrer fliegenden Badewanne um die Welt. Auf YouTube starten sie damals richtig durch. Ihre Videos werden millionenfach geklickt. Ihren Ideen sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Im letzten Jahr hatten wir entdeckt, wie viel Spaß es uns gemacht hat, Bobbycar zu fahren. Also bauten wir einen Motor der fliegenden Badewanne in unser Bobbycar ein. Wenn man es schafft zu beschleunigen, ohne rückwärts heruntergeschleudert zu werden, beschleunigt das Gefährt in 3 Sekunden auf 60 km/h, etwas zu schnell für ein 50 cm großes Auto ohne Bremsen. Anfang 2018 der Schreck. Der Tumor auf Philipps Brust ist zurück. Da hatte ich so das erste Mal in meinem Leben wirklich Angst bekommen. Und das war ein krasser Moment für mich, wo echt die Welt noch mal so krass zusammengebrochen ist, wo ich so gemerkt habe, der Krebs kann jederzeit zurückkommen, selbst wenn die Ärzte mir sagen, du bist geheilt. Das muss nicht stimmen. Für erste Untersuchungen kommt er damals ins Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Er ist auf der Suche nach Halt. Und zwar war das so, dass ich abends gerne aus dem Krankenhaus abgehauen bin, einfach um ein bisschen so Freiheit zu haben. Bin immer hochgegangen in die Weinberge, um mir den Sonnenuntergang anzugucken. Und das Krasse da an diesem Tag war, dass ich irgendwie das erste Mal, glaube ich, ehrlich so gefragt habe, so, Gott, gibt es dich wirklich? Und wenn es dich gibt, dann komm in mein Herz, dann gebe ich dir mein ganzes Leben. Und in dem Moment habe ich so eine übernatürliche Liebe einfach gespürt. Und so real war da auf einmal einfach Gott so für mich, dass ich so gespürt habe, da ist jemand, der sich für mich interessiert und der mich da auch durchtragen wird. Nur 2 Tage später schlägt das Schicksal erneut zu. Schwester Ellie stirbt bei einem Flugzeugabsturz. Das war so ein trüber Tag irgendwie gewesen. Wir wollten fliegen gehen mit so einem kleinen Ultraleichtflugzeug. Ich erinnere mich sogar richtig gut noch an den Moment, wo ich meine Schwester das letzte Mal gesehen habe. Die saß im Flugzeug und hat sich so richtig gefreut, einfach jetzt losfliegen zu können. Und sie war so voll Vorfreude irgendwie darauf, dass wir uns einfach auch voll gefreut haben. Das war auch der Grund, warum sie zuerst geflogen ist. Eigentlich hätte ich sogar drin sitzen sollen im Flugzeug. Und ist so richtig fröhlich gestartet. Und sie ist einfach nicht mehr zurückgekommen. Und irgendwann haben wir schon so eine dunkle Vorahnung irgendwie gekriegt. Irgendwie das fast schon gespürt, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas passiert ist. Meine Schwester war für mich wirklich die beste Freundin einfach. Wir waren extrem lebensfroher Mensch, manchmal sogar noch ein bisschen abenteuerlustiger als wir. Hat immer bei allem mitgemacht, war immer die Erste, die irgendwie mit der Seilbahn gefahren ist. Hat sich mit einem Arm so an die Seilbahn gehängt, was irgendwie niemand anders gemacht hat. Wenn ich diese Erfahrung vorher nicht gemacht hätte, dass ich irgendwie gewusst habe, es passieren eben schlimme Sachen auf der Erde, aber es ist nicht alles komplett zufällig. Und Gott steht da irgendwie drüber und wird es auch irgendwie zum Guten für mich wenden. Daran glaube ich irgendwie voll fest. Nur das trägt mich da so durch. Also sonst wäre ich in so ein krasses Loch gefallen. Und ja, das ist für mich auch bisher immer noch der tröstendste Gedanke, so, dass wir uns tatsächlich irgendwann wiedersehen werden. Vor 3 Jahren bricht Philipp seine Krebstherapie gegen den Rat der Ärzte ab. Trotzdem geht es ihm immer besser und der Tumor sei verschwunden, sagt er. Noch einmal wagt er einen Neuanfang, ist bald wieder bei jedem Spaß dabei. Okay, los geht's, Wassermarsch! Im vergangenen Sommer weiht er mit Freunden die aus Badewannen selbst gebaute Wasserrutsche ein. Das ist eine Eisdusche. Es geht ihm gut, bis er merkt, dass der Tumor erneut zurückkehrt. Auf YouTube redet er offen über seinen Alltag mit dem Krebs, zeigt aktuelle Bilder des Tumors. Seine Zuschauer warnt er vor dem unschönen Anblick. Und zwar ist es im Moment so, dass einfach die Haut immer weiter abstirbt. Das sieht auch richtig schlimm aus und eitert richtig stark und stinkt ehrlich gesagt auch ziemlich. Also ich mache es natürlich immer sauber und wasche es aus und so, aber alleine über Nacht sammelt sich da irgendwie so viel Zeug. Das ist einfach sehr, sehr ekelhaft und außerdem wächst auch der Tumor einfach weiter. Trotz seines Schicksals ist er voller Hoffnung.
Mit seiner Geschichte will Philipp Mickenbecker sogar anderen Kraft geben. Also ich glaube, dass wir ein ziemlich extremes Leben irgendwie haben. Auf der einen Seite ein extrem schönes Leben, auf der anderen Seite auch ein extrem schweres Leben. Und das will ich einfach ganz real rüberbringen. Wir sind die Real-Life-Guys und ich will die schwierigen Momente zeigen, genauso wie die guten Momente. Und im besten Fall will ich die Leute einfach ermutigen, dass, wenn es ihnen mal schlecht geht, dass sie die gleiche Hoffnung finden können, die ich gefunden habe.